Ja, es gibt so viele Scheiß-Schrottfilme. Ich habe gerade einen Film geguckt mit so einem Kollegen. Kennt ihr diese Filme, wo der Weiße immer der Retter ist? Das nennt man den Weißen Retterkomplex. Weißen Rettenkomplex. Und die gibt es überall, diese ganzen Hollywood-Filme. Immer der Weiße, der ist der Retter der Welt. Er ist der, der die armen Menschen in Afrika hilft. Er ist derjenige, der die Jemeniten hilft, der die Syrer hilft, die Iraker hilft. Er ist der, der die Menschheit hilft, weil er die Menschen liebt. So eine Schweinerei, ey. So eine Scheinheiligkeit. Das ist, was sie pushen, diese ganzen Hollywood-Arschlöcher. Ich raste aus, mir egal. Ich raste aus, diese amerikanischen Besatzer. Was denkt ihr, was ihr seid mit euren scheiß Filmen, Mann? Kommt nicht mehr an. Die neue Generation kauft nichts mehr von dieser Sache. Deshalb gibt es eine spezielle Genre, nennt man Weißer Retterkomplex. Nennt man die. Deshalb, diese Filme sind scheiße, soll man nicht unterstützen. Mehr chinesische Filme gucken, mehr asiatische Filme gucken, türkische, Latino. Ja, wie zum Beispiel hier gibt es eine deutsche Serie auch, Vier Blocks oder Dark. Das sind mal gute produzierte Filme. Nicht immer dieses Klischeehafte, ja, Deutschland macht Filme, ja, ist ein Nazi, können die gut Hitlerfilme machen. Nein, wir können auch was anderes. Wir können auch was anderes. Und das hat auch international Aufsehen erreicht, diese ganzen Filme. Diese weiße Retterkomplex, keiner glaubt es mehr. Keiner, weil Amerika ist am Arsch. Die Welt weiß. Die meisten wissen, dass die Amis nur Imperialisten sind und Kolonialisten, die nur mehr schaden als Benefit bringen. Ist halt so. Deshalb boykottiert auch diese amerikanischen Hollywood-Filme, die immer diesen Weißen als Retter darstellen. Schaut euch andere Filme, seid vernünftig, schaut euch andere Filme an. Bisschen so, wo man na darüber nachdenken kann. Intelligente Filme ein bisschen. Jo.